Tier, für die Tiere bedeutet Leben etwas anderes. Die Tiere empfinden Emotionen, genauso wie wir. Sie bilden Freundschaften und enge Verbindungen mit ihren Kindern. Und auch sie möchten in Freiheit leben. Was uns zu den Menschen gemacht hat, die wir heute sind, ist vielleicht neben vielen anderen Dingen auch und nicht ausschließlich der Konsum tierischer Produkte vor vielen, vielen Jahren. Wenn ich mitbekomme, was in der Fleischindustrie, nicht nur in der Fleischindustrie, auch in der Milchindustrie, generell in der Tierindustrie, was da alles passiert, dann ist das verstörend, weil diese Dinge, die dort passieren, die gehen einfach über das hinaus, was man ertragen kann als einfühlsames Wesen. Es ist eine tiefe Betroffenheit und Traurigkeit. Also wenn man beispielsweise sieht, zum Beispiel ist es so, dass Schweine in der Tierindustrie CO2-Betäubung erfahren. Und da ist es so ein Schacht, wo die Schweine 90 Sekunden lang in die Tiefe gefahren werden. Und dabei wirklich nach Luft japsend, also praktisch versuchen irgendwie, das ist so ein enger Käfig und die werden in die Tiefe gefahren und die versuchen irgendwie noch nach Luft zu kommen. Das macht mich sehr, sehr wütend und traurig, wenn man sich vorstellt, dass all diese Tiere, die in dieser Industrie leiden müssen, ja, genauso liebenswert sind, genau solche fühlenden Individuen sind wie die Tiere, die wir ja gerne mögen, wie Hunde, Katzen, Pferde, wilde Tiere. Und es gibt dort einfach keine Unterschiede. Und ja, wenn man sich einfach vorstellt, die schiere Anzahl der Tiere, die hier leiden müssen in den Betrieben. In Deutschland schlachten wir fast 800 Millionen Tiere pro Jahr. Das finde ich schon mal ist eine unvorstellbar große Zahl. Es geht, also es ist einfach völlig verrückt, finde ich. Dann gibt es ja viele verschiedene Dinge, die Leute an Tierhaltung kritisieren. Das eine sind natürlich die Haltungsbedingungen, die extrem beengt sind, oft unhygienisch, immer wieder entstehen, ja, kriegt man Bilder zu sehen, wo man einfach total offensichtlich sieht, dass es den Tieren nicht gut geht. Aber das, was für mich eigentlich noch viel pressierender ist, ist, wie kurz diese Tiere nur leben. Ein gutes Leben für alle bedeutet für mich, auf sein Herz zu schauen, auf das Menschliche in uns, die Empathie, dass wir mitfühlende Lebewesen sind, die anderen Lebewesen, Menschen, Tieren und dem Planeten kein Leid zufügen wollen. Und diese Verantwortung wahrzunehmen, sich für andere, für manchmal vielleicht Schwächere in dem Moment einzusetzen, Verantwortung zu nehmen, auf Demonstrationen zu gehen, sich pflanzlich zu ernähren, Aufklärungsarbeit zu leisten und nicht die Welt so, wie sie ist, wie der Ist-Zustand ist, zu akzeptieren, sondern diese Welt zu verändern.